Hey yo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf eurem Gamer-Kanal Gameplay the Game, dem einzig wahren Gamer-Kanal hier auf YouTube. Unser neues Intro ist da, das habt ihr gerade schon gesehen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mal direkt einen Daumen hoch da lassen. Unser neues Logo ist auch da. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. So, heute mal ein schönes frei für alle Gameplay auf der Map Arkaden erspielt mit der ACR und der FMG 9. So. Das Ganze wurde mit meinem Account erspielt, aber ich selber habe nicht gespielt, sondern der Nico. Sorry für den Stuhl, Alter, der knarzt extrem, ich weiß. Der Nico, das ist der Bruder, der kleine Bruder von meiner Freundin. Schönen Gruß an dich, du hast nicht gedacht, dass ich dich hier mit erwähne oder dass ich dich hier in dem Video erwähne. Du hast gedacht, ich sage, dass es von mir erspielt. Nein, ich bin da fair. Falls ihr euch wundert, dass ich ab und zu so ein bisschen runter gucke, da steht mein Handy mit einer Stoppuhr, weil mein iMac, mein Fernseher und mein Laptop stehen da. Und da ich jetzt dieses geile Greenscreen-Projekt hier für euch gestartet habe, musste ich das an der geraden Wand runterhängen lassen. Und das hat da nicht geklappt, weil das ja unter der Schräge steht. Ich konnte es nicht hinter mir machen, weil hinter mir diese Schräge ist. Deswegen nicht wundern, ich habe mir so die Zeit, also ich weiß, wie lange das Gameplay hier läuft. Und habe danach die Stoppuhr, damit ich weiß, wann muss ich hier Schluss machen, bevor ich euch eine halbe Stunde den Kopf ablaber. Heute ein Freestyle-Commentary. Commentary? Sorry für den Versprecher. Ja, erstmal, Gameplay the Game war lange inaktiv. Wir haben von der NBA 2K15 Video hochgeladen, von der Gamescom. Davor waren wir eher inaktiv, danach eigentlich eher auch. Das wird sich jetzt ändern. Wir haben uns jetzt nochmal zusammengesetzt, haben gesagt, hier, wir müssen jetzt mal endlich wieder bam bam. Wir hatten alle in letzter Zeit sehr viel Stress, manche wegen Abitur von uns, also wir sind ja nur vier Leute. Manche haben auch schon feste Jobs, die können nicht jede Woche ein Video hochladen. Ich hatte Stress, ich habe ja eine Tochter bekommen. Und deswegen, aber jetzt wird wieder mehr für euch kommen, 1200 Abonnenten, danke mal dafür. Und wir wollen euch natürlich nicht im Stich lassen, wir wollen natürlich weiter Action drauf machen. Ja, worum geht's heute? Heute geht es so ein bisschen um Call of Duty, um die Modder-Szene. Wie gesagt, ein bisschen Freestyle-Commentary. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben. Ich habe vorher auch nichts überlegt, was kannst du machen. Kannst du von der Gamescom erzählen, wie jeder andere Dulli auch. Nur die ist jetzt auch schon ein paar Wochen her oder eine Woche. Ich weiß es gar nicht. Boah, ich habe so die Zeit verloren, ne Leute. Ich habe die Zeit, also das Zeitgefühl einfach mal verloren. Oder was machst du? Also ich habe mir so gedacht, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe erst bei Call of Duty Ghosts angefangen, Call of Duty Online zu spielen. Jeder, der mich nicht kennt, weiß das jetzt auch. Und nur Call of Duty Ghosts Gameplays fand ich sehr langweilig. Deswegen habe ich meine PlayStation 3 rausgeholt, habe sie angestöpselt, habe einen Kollegen angeschrieben, hey, kann ich deine Call of Duty Teile alle haben? Er hat gesagt, außer Modern Warfare 1 habe ich alle, kannst du gerne haben. Ich sage, alles klar, eingetütet und mitgenommen. So, dann saß ich bei mir und habe angefangen MW3 zu spielen, MW2, Black Ops 2, Black Ops 1 und mir ist eins aufgefallen. Ich habe die dritte Runde MW3 gespielt, also ich habe mit MW3 angefangen. Ich habe die dritte Runde MW3 gespielt und bin auf einen Unsichtbarkeits-Homo getroffen. An jeden Hacker da draußen. Ihr seid alles kleine Hurensöhne und habt so einen kleinen Pimmel. So, weiter im Text. Ich habe alles geskriptet, steht da alles auf der Wand, was ich erzählen will. War Spaß, Leute, war ein Spaß. Freestyle-Commentary, was los? Die Teile, die ich bis jetzt am meisten gespielt habe. Ich weiß wirklich nicht, was los ist heute mit mir. Sind Call of Duty Black Ops 2 und Call of Duty Modern Warfare 3. In Modern Warfare 3, falls es die Leute interessiert, ich weiß, dass da immer ganz gerne gegeiert wird, danach habe ich eine 0,70 KD und bei Black Ops 2 habe ich eine 1er KD. Da bin ich sehr stolz drauf, bei Black Ops 2 eine 1er KD zu haben. Für alle, die sich fragen, warum hast du denn bei MW3 nur eine 0,7er KD, liegt einfach daran, ich habe bis Level 10 Team Deathmatch gespielt. Ich glaube, es war Level 10. Und danach habe ich nur Suchen und Zerstören erstmal übertrieben gesuchtet. Und da versaut man sich so ein bisschen seine KD, so ganz bisschen, weil kommen manchmal so gute Runden, da hast du dann so ein 5:2 oder ein 13:4. Oder dann kommen auch so Scheißrunden, da hast du ein 0:4. Also, und wie gesagt, ich muss in dieses ganze Call of Duty Ding muss ich erstmal reinkommen. Ich habe mit Ghosts angefangen, Call of Duty Online zu spielen. Also den Multiplayer. Ich habe nicht mit Modern Warfare 2, 3, Black Ops oder sonst was angefangen. Mit Ghost. Und das auch nur wegen diesem Herrn, der hier das Gameplay erspielt hat. Wegen Nico.
Ich hatte vorher nie angefangen, Call of Duty Online zu spielen. Und dann hat mich das ja so gepackt. Ja, auf jeden Fall für Leute, für euch Leute, wollte ich auch nochmal sagen, ich werde jetzt demnächst eine Xbox One bekommen und werde mir dafür Advanced Warfare vorbestellen. Das heißt, ihr werdet einer, so direkt am Release-Tag, wenn ich es kriege, werde ich das Game mir nehmen, in die Xbox schmeißen, suchten und sofort die ersten 3-4 Runden aufnehmen. Ich werde, denke ich mal, ein Live-Commentary draufhauen. Direkt, ohne irgendwie was zu rendern. Ja doch, ich werde ein Intro schnell vorballern, werde das rendern. Ich habe ja so einen geilen Laptop mit einem i7-Prozessor, da geht das eigentlich mal so relativ schnell. i7 der neuesten Generation, wenn es jetzt irgendwie interessiert. Werde ich es rendern und werde es direkt hochladen für euch. Also ihr werdet direkt am ersten Tag mit Call of Duty Advanced Warfare Gameplays versorgt. Keine Sorge, Leute. Ich habe dafür wirklich gesorgt. Ich wollte mir Advanced Warfare auch erst nicht kaufen und ja, hat mir dann die Gameplays eigentlich angeguckt von Montana Black, von Commander Krieger. Die haben das ja schon vorgespielt, die durften ja in den Call of Duty Advanced Warfare Bus mitfahren und auf das Event, die durften ja als erstes den Multiplayer zocken. Und fand das dann eigentlich doch ein bisschen an Black Ops 2 anlehnt und fand es dann eigentlich doch ganz gut. Ich dachte vorher, es wird richtig mies abfucken. Ich dachte wirklich, es wird so richtiges Drecksgame. Ich werde mir das Ganze angucken. Wenn es wirklich so ein Drecksgame wird, dann ich habe hier so ein Dachlukenfenster, fliegt direkt da raus. Ne, Leute, aber da braucht ihr keine Angst haben, da werdet ihr versorgt. Jetzt will ich mal noch so ein bisschen, ich habe jetzt noch knappe 3 Minuten Zeit, so ein bisschen über die Hacker-Szene in Call of Duty reden. Ich habe in Black Ops 2, was ich sehr außergewöhnlich finde, weil immer jeder sagt, Black Ops 2 ist von Hackern zerfressen, was ich auch glaube, weil ich es in vielen Gameplays oder auch bei Montana Black Livestream sehe, habe ich noch nie einen Hacker in Black Ops 2 gesehen. Noch nie. Ich bin da Level 42. Ich habe noch nie einen Hacker gesehen. Übrigens an alle Hacker da draußen, ihr habt so einen kleinen Schwanz und seid Hurensöhne. Es gibt da so einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Modder und Hacker. Ein Hacker ist für mich mit Aimbot, Wallhack, God-Mode, Unsichtbarkeitshomo und was es nicht noch alles für Hacks gibt. Ein Modder ist für mich, der einfach nur ein Unlock-All macht. Leute, Unlock-All. Keiner wird was gegen euch haben. Ein Unlock-All, da habt ihr einfach nur alle Klassen. Ich habe am Anfang auch überlegt, mir ein Unlock-All zu machen bei Modern Warfare 3 und Black Ops 2. Habe jetzt aber schon fast bald, wie gesagt, bei Modern Warfare 3 bin ich auf Level 63, bei Black Ops auf Level 42. Ich bin da jetzt so gut wie durch. Ich werde den Prestige-Button nicht drücken. Hab eigentlich alles frei. Falls ihr einen guten Modder kennt, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Denn ich will mir für Modern Warfare 2 auf jeden Fall ein Unlock-All holen. Da habe ich nämlich jetzt keinen Bock, mir das alles zu erspielen. Aber Leute, wenn ihr ein Unlock-All habt und euer Namen farbig schreiben könnt oder euer Clan-Tag, dann ist das kein Problem. Wenn ihr aber Unsichtbarkeitshurensohn seid oder God-Mode oder Aimbot oder Wallhack oder irgendeine Scheiße da, Alter. Wozu, Alter? Habt ihr so winzige Eier? Jeder will. Guck mal, die großen YouTuber hassen euch. Ich hasse euch. Jeder Call of Duty-Spieler hasst euch dafür, dass ihr ein Unsichtbarkeitshomo, sage ich jetzt mal, seid. Oder ein God-Mode oder dass man euch einfach nicht erschießen kann. Leute, es bringt euch im Endeffekt nichts. Spielt das Spiel vernünftig. Dann kommen auch immer mehr Leute und spielen das Spiel. Anstatt wenn ihr das kaputt macht. Wenn ihr das wirklich kaputt macht, dann ey, lass mal Black Ops 2. Ja, nee, kein Bock auf Black Ops 2. Dann bleiben die Leute einfach alle weg. Ich hoffe, dass bei Advanced Warfare es sehr lange dauert, bis Hacker kommen. Beziehungsweise bis Hacker das Game zerfressen haben. Hab aber leider, muss ich zu meinem Nachteil gestehen, schon irgendwo mal gelesen, dass es schon anscheinend, ich weiß nicht, ob da was dran ist, dass es anscheinend schon für die PlayStation 3 XP-Lobbys geben soll, dass der Hacker schon irgendwie an irgendwelche Daten gekommen sind. Sollte dieses stimmen, finde ich es sehr schade. Auch wenn die Hacker unter sich bleiben, also wenn Godmode gegen Godmode gegen Godmode gegen Godmode spielt, Vierer Zusammensetzung, frei für alle, sollen sie machen, sollen sich verpissen, aber sie sollen nicht ins öffentliche Spiel kommen, wo wir alle zocken. Ich meine mal ganz ehrlich, ein Daumen nach oben jetzt für jeden, der Hacker hasst. Für jeden, der Hacker hasst, mal ein Daumen wirklich nach oben. Ja, das wollte ich mir einfach nur mal von der Seele reden. Wir sind so ein bisschen vom Thema abgedriftet, habe ich gemerkt. Das Gameplay ist jetzt hier, denke ich mal, gleich zu Ende, beziehungsweise laut meiner Stoppuhr ist es jetzt zu Ende. Ja, geil, das Spiel. Danke nochmal an dich, Nico. Falls ihr einen Wunsch habt, welches Gameplay jetzt noch kommen soll, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe Battlefield 3, Battlefield 4, Modern Warfare 2, 3, 4, Black Ops 1, 2, Ghost,
Falls ihr einen Wunsch habt, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für diese Woche. Nächste Woche kommt euer Wunsch dran. Ich sage haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Gameplay The Game Team.